Guten Abend. Ah, ist das nicht toll? Guten Abend, Alec. Guten Abend, Samson. Guten Abend, Tyrawal. Guten Abend, Onata. Schön, dass ihr da seid. Ich habe gerade schon das Headset auf und freue mich über die tolle Musik. Okay, sie ist nicht neu. Na, wir kennen sie alle schon, aber da muss man schon auch sagen, also Musik können sie auch. Also die ist schon sehr, sehr atmosphärisch und passt schon sehr, sehr gut zum Halloween-Event. Und es gibt viel gute Musik in FOE. Hallo Selena. Ja, ich möchte mit euch einen leicht verspäteten Einblick in das Halloween-Event machen. Ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt noch läuft. Ich möchte es jetzt auch ungern schließen, weil ich gerade die Musik so schön offen habe. Wobei, vielleicht kriegen wir das auch anders hin. Es gibt doch hier Siedlung, Expedition. Ah, man kann hier alles abwählen und auswählen und dann kriege ich das auch hin, dass nur die Halloween-Event-Musik spielt. Vermutlich. Aber da müsste ich mich erstmal näher mit befassen. Das sieht sehr, sehr kompliziert aus. Also man kann jetzt ziemlich genau auswählen anscheinend, wie man die Hintergrundmusik oder welche Hintergrundmusik man haben möchte. Aber es ist eine kleine Wissenschaft geworden. Gut, von daher, ich lasse es noch laufen. Denn zunächst würde ich einfach mal wieder in die Ankündigung schauen und schauen, was denn so im Halloween-Event auf uns zukommen wird, sofern es denn jetzt dann auch auf dem Live-Servern sein wird. Und möglicherweise ist es schon ziemlich eins zu eins genau das, was uns da erwarten wird, denn ja, dadurch, dass wir schon ein paar Tage ins Land gegangen sind, ist ja die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen, wahrscheinlich schon gemacht worden. Genau. Okay, gut. Und dann kann die Musik auch noch im Hintergrund laufen. Dann schalte ich mal um auf den Reiter zum Halloween-Event. Das ist die Event-Ankündigung zum Halloween-Event. Mal wieder vom Juba. Und uns begegnet wieder der gruselige Ringmaster. Es ist, also es sieht erstmal alles sehr, sehr ähnlich aus. Wir haben die Kerze, die Taschenlampe und die Laterne, die uns auf unterschiedliche Art und Weise den Nebel wegräumt, und wir haben ganz neu die Orb. Und die Auswirkung der Orb können wir uns gleich mal ansehen, denn ich habe bereits, ja, ich habe noch nicht so viel gemacht im Event, aber ich habe die Orb bereits eingelöst, denn das ist so die erste Aufgabe, die man machen muss. Man muss eben die Orb ausprobieren. Die Glaskugel. Und die zeigt einem im Prinzip die ganzen Inhalte der im Nebel versteckten Items. Tyra, weil du kannst meine Streaming-Kategorie nicht ändern. Aber bei Lion kannst du das? Oder wie? Genau, also die Orb macht einfach das Unsichtbare sichtbar, und ja, dann weiß man schon, wo man lang wandern kann oder wann lang wandern sollte, um hier die besten Preise einzustecken. Okay, wenn es bei Line geht, dann muss ich nochmal gucken, Tür, weil, ob ich es nicht auch hinbekomme. Ich bin allerdings nicht ganz sicher, ob ich die so wirklich gut finde.
weil sie ja auch sehr selten zu haben ist, so wie ich das verstanden habe. Also man kann sie hier natürlich zukaufen. Aber sie ist nicht in den Sets dabei. Also wenn man jetzt das große Set kauft, ist sie nicht dabei und das kleine eben auch nicht. Und man kann sie auch nicht einzeln kaufen für die Eventwährung, sondern eben nur für Diamanten. Naja, sie ist jetzt nicht so teuer, ja. 25 Diamanten ist okay. Ist nicht überragend teuer. Aber ich denke mal, das läppert sich dann auch, wenn man die jetzt ständig einsetzen würde. Und mir fällt da auch gerade noch was ein, was sie die Orb dann noch ein bisschen weniger wirksam macht als jetzt direkt am Anfang, wo wir halt ein ziemlich großes Spielfeld sehen, was wir aufdecken. Aber naja, warum nicht? Warum nicht? Also ich würde sagen, ich versuche das gleich mal und kämpfe mich mal so ein bisschen durch oder schaufel oder leuchte. Genau, leuchte ist das richtige, der richtige Begriff. Ich leuchte mich ein bisschen durch den Nebel und dann schauen wir mal, wie es dann aussieht gleich. Ja, was ich hier auch schon gemacht habe, abgesehen davon, dass ich die Orb eingesetzt habe, ist den Tagespreis zu wechseln. Ich glaube, heute gab es dieses Gruselhaus, was eigentlich gar keine Werte drauf hat, glaube ich, was eigentlich nur so eine so ein sehr altes Halloween-Event-Gebäude ist. Können wir uns ja vielleicht später auch nochmal angucken, was es früher so für Event-Gebäude beim Halloween-Event gab. Genau. Okay, ich arbeite mich mal so ein bisschen durch. Ich soll ja hier die Kerze einsetzen. Habe ich das? Genau, die muss ich ja jetzt hier auch einsetzen. Genau, und jetzt bin ich frei in dem, was ich einsetze. Und ja, da kann ich ja auch mal gleich relativ direkt durchwandern. Ich gehe gar nicht wirklich auf die. Ach so, ich habe ja jetzt gar keine Währung noch nicht. Das heißt, ich muss mir erstmal was ein bisschen an Materialien kaufen. Zum Glück habe ich schon ein, zwei Quests abgeschlossen. Ja, wirklich wahnsinnig viele Materialien. War mir gar nicht so bewusst, dass man sich so viel holen kann. Aber gut, 300 Kerzen. Genau. Im Prinzip sieht man jetzt schon fast das Problem, was ich habe mit dem, mit der Orb. Also ich würde jetzt hier die Taschenlampe einsetzen, um hier lang leuchten zu können und um auch meine Taschenlampen und meine Laternen einzusetzen und ja, nicht immer nur mit der Kerze durchzugehen. Aber wenn ich damit rechne, dass ich diese Glaskugel einsetze, dann ist es ja fast sinnvoller, nur mit der Taschenlampe durchzugehen. Habe ich wieder eine zweite Orb? Wo habe ich denn die her? Guten Abend, Kathleen. Ich habe es gar nicht bemerkt, wo ich jetzt die zweite herbekommen habe. Aber ich würde die jetzt mal einsetzen. Nochmal. Oder ich gehe noch einen Schritt weiter, weil hier sehe ich ja noch die Reihe, was es da gibt. Habe ich die gerade aufgesammelt, die zweite? Liegt die auf dem Spielfeld? Und guten Abend, Uwe. Okay, ich setze nochmal eine zweite ein. Okay, also hier hätte ich meine Taschenlampe nicht besonders sinnvoll eingesetzt, hätte ich jetzt hier aufgedeckt. Da hätte ich nur eine Glühbirne bekommen. Ach so, das erste Feld ganz am Anfang. Richtig, Selena. Da hast du natürlich recht. Danke dir, danke dir.
Also bekommt man die Kugel da direkt so wieder zurück. Gut. Und hier lohnt sich dann natürlich die Taschenlampe viel mehr, weil man gleich zwei Sachen auf einmal bekommt. Inklusive eines Bärchens für die Nebenquests. Okay. Naja, man kann sich, wie gesagt, relativ preisgünstig die Kugeln kaufen. Aber wenn man schon weiß, was sich so alles hinter den ganzen Sachen verbirgt, dann hat man eigentlich kaum noch einen Grund, hier so sich so gut durchzusprengen oder durchzuleuchten mit den Taschenlampen und den Laternen. Und daher finde ich es ja ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, mit der Kugel. Also für mich persönlich ist sie nicht wirklich sinnvoll. Okay. Schauen wir mal. Es gibt auf jeden Fall diese Bärchen und damit auch wieder die gruseligen Nebenquests, die man hier starten kann parallel. Die kann man ja dann auch alle wieder parallel abarbeiten. Das Nebellabyrinth magst du gern, aber das ist ja nun auch nicht neu. Das gibt es ja jedes Halloween. Gut, jetzt sollte ich also hier neben der eigentlichen Halloween-Event-Questline noch die Bärchen-Quests haben, genau. Und die kann man relativ gut parallel machen. Manchmal kann man die eben auch gleichzeitig abarbeiten. Sollte man auch tun, denn man bekommt ja immer noch zusätzlich so ein paar Tickets. Und viel davon schafft man auch relativ schnell so nebenher. Macht die Framehouse oder? Ja, das ist ein bisschen. Denn die Quests sind relativ einfach abzuschließen. Gut. 14 Forge-Punkte. Könnte ich jetzt auch direkt machen. Will ich jetzt aber an der Stelle noch nicht. Okay. Gehen wir nochmal zurück hier in die Übersicht. Denn es kam gerade die Frage, ob es den Kalender auch gibt. Und den gibt es auch. Das hier ist die Toy Collection, also die Spielzeugsammlung. Und hier gibt es den Sticker-Kalender. Und da kann ich jetzt auch direkt ein Feld öffnen, wo ich drei Wunschbrunnenfragmente bekomme. Und ja, der Eventkalender, den kann man sich jetzt natürlich im Nachhinein viel schwerer lösen, als wenn man von Anfang an dran bleibt. Und da habe ich ja auch ein Video zu gemacht, wie man den Eventkalender am besten lösen kann. Und das gilt gleichermaßen fürs Halloween-Event wie für das Archäologie-Event. Das Video können wir uns vielleicht im Anschluss nochmal kurz angucken. Genau. Also, man muss auf jeden Fall, das ist das, was ich im Video herausstellen wollte, man muss nicht jeden Tag den Sticker sich direkt freischalten, sondern man kann da ein bisschen strategisch rangehen und so spielen, dass man auch eigentlich immer auf lohnenswerte Tagespreise geht und trotzdem keine Sticker verpasst, um den Kalender voll zu machen. Genau. Ansonsten, ja, dieser Knopf zum Wechseln des pa Tagespreises kann ich jetzt gar nicht sagen, ob es den im letzten Jahr schon gab, aber ihn gibt es in jedem Event jetzt auf jeden Fall. Genau, das Archäologie-Event ist das Äquivalent zum Halloween-Event. Und was auch gleich ist wie in den anderen neuen Events, ist dieser zwei Leisten Fortschritts Verlauf bei den Preisen, wo man eben unten den Gratisbereich hat und oben den Bereich, den man sich jetzt allerdings nicht mehr mit Diamanten freischalten kann, sondern mit Geld. Das kostet jetzt hier 15 Euro, sich das freizuschalten.
statt 1250 Diamanten waren das, glaube ich, früher. Muss ich mal eben gucken, was würde es denn jetzt kosten, wenn man 1250 Diamanten kauft? Ja, 15 Euro. Nicht so ganz. Also vielleicht auf dem Handy auch so um die 15 Euro. Am Browser ist es eigentlich günstiger. Ist es eigentlich früher günstiger gewesen. Genau, 1200. Okay. Vielleicht waren es auch nur 1200. Gut, ich schaue wieder zurück in die Ankündigung, ob ich noch irgendwas nicht erklärt habe, was jetzt zu dem Halloween-Fenster dazugehört. Mal abgesehen von... Ja, sieht jetzt erstmal nicht so direkt so aus. Außer den Stickern. Die heißen auch Sticker. Ah, Sticker-Fragmente, genau. Joker-Sticker. Der Joker-Sticker. Genau, und mit dem Joker-Sticker kann man dann Felder öffnen, die, ja, die man verpasst hat. Wie jetzt zum Beispiel dieses Feld. Da ist ein Einlagerungskit dabei. Und jetzt habe ich schon zwei Kalendertürchen geöffnet. Genau, und das ist ja auch eine Säule dessen, wie man den ganzen Kalender aufkriegt und im Prinzip die ganze Zeit auf lohnenswerte Tagespreise gehen kann. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal direkt die Preise an. Die sind ja hier als nächstes zu finden und das Hauptgebäude ist das der Tarotkarten Wohnwagen, Karawan, Wohnwagen, ne? Und der ist schon ziemlich gut. 10 Forge-Punkte, 35 Güter des vorherigen Zeitalters, 19 bis 22 Angriff für die angreifende Armee. Komischen Türme in der Premium-Kiste habe ich unterschlagen. Ja, das kommt noch. Aber stimmt. Stimmt, habe ich ein Stück weit unterschlagen. Und ein Fragment, um alle Vorratsproduktionen abzuschließen. When motivated. Okay. Das wusste ich gar nicht, dass das motiviert sein muss, dass es abschließt. Okay, aber generell, das ist ein cooles Kit, dieses alles abschließend Kit ist immer so ein Notanker in den Events, dass man mal schnell Sachen abschließen kann. Und wenn man das mit dem Eventgebäude regelmäßig dazu bekommt, dann ist das schon eine coole Sache. Auch wenn das Eventgebäude an sich jetzt nicht so der absolute Oberkracher ist, denn 10 Forge-Punkte haben wir schon öfter gesehen und 22 Angriff für die angreifende Armee ist jetzt. Oder 19 bis 22 ist jetzt auch nicht herausragend. Da hatten wir auch schon Besseres. Aber ich denke, mit diesem Fragment, also gemeinsam mit diesem Fragment, kann man das schon als ein gutes Hauptgebäude ansehen. Ich gehe mal rüber auf mein Hauptfeld und vergleiche mal eben mit dem Haus des Wolfes. Genau. Da haben wir halt, wenn man die zusammen addiert, 30 Angriffskraft, sowohl in Verteidigung als auch in Angriff. Das ist natürlich, also die Verteidigung der angreifenden Armee ist vielleicht nicht ganz so hoch zu werten, aber selbst wenn wir die Hälfte nehmen, dann hätten wir, naja gut, dann hätten wir auch 22, 23%. Allerdings ist das Gebäude halt auch nochmal deutlich kleiner, ne? Also das hat halt eine Grundfläche von 12 Feldern, das Haus des Wolfes, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und das neue eben von 20 Feldern. Genau. Aber ich denke, mit diesem Kit oder diesem Fragment ist es schon eine coole Sache. Ich frage mich nur noch, ob es wirklich 30 Fragmente braucht, um das ganze Kit zu bekommen. Weil dann müsste man ja wirklich einen ganzen Monat täglich einsammeln, dann ist es vielleicht schon nicht mehr ganz so attraktiv. Wenn es 15 sind,
dann ist es vielleicht schon ein bisschen besser. Ja, Samson, du hast recht. 19 in der Eisenzeit ist schon ziemlich gut. Also die Spanne ist sehr gering, ne? Die Spanne der Erhöhung der Angriffskraft ist wirklich sehr gering. Mit 19% schon in der Eisen- oder Bronzezeit und 22% dann in den allerhöchsten Zeitaltern. Da ist natürlich der Wert für den Start sehr gut. Und nach hinten raus wird er dann eher mittelmäßig, würde ich sagen. Hat dann jemand von euch das Gebäude schon zu stehen und weiß, wie viele Fragmente man benötigt, um ein volles Kit zu bekommen? Kann ich da vielleicht von der Schwarmintelligenz profitieren? Also, wir kennen das ja mit 15 Fragmenten bei den Wunschbrunnen zum Beispiel. Aber hier bei den Plus-1-Kits sind es 30. Und ja, es gibt eben auch die 100er-Varianten. Und ich würde jetzt zu 30 tendieren, weil dieses Mass-Supply-Rush-Kit ist ja ähnlich. Nur eben, dass es nur für 30 Minuten gilt hier. Noch nicht fertig gelevelt, ja. Das wird wahrscheinlich bei den meisten jetzt das Problem sein, deswegen werden wir das jetzt nicht rausfinden. Es gibt ja auch 200 bei den Gebäuden oder den Hauptgebäuden aus den Gildengefechten. Genau, also ich würde wahrscheinlich eher auf 30 tippen, weil, wie gesagt, das ist ja ein ähnliches Kit hier. Dann ist es schon nicht mehr ganz so gut. Müsste man halt einen ganzen Monat einsammeln und auch wirklich konsequent einsammeln, um ein Kit zu bekommen. Und das würde halt bedeuten, dass man quasi in jedem Event ein weiteres Kit bekommt, um alle Vorratsproduktionen abzuschließen. Also so im Schnitt. Was aber wahrscheinlich auch okay ist. Genau, damit kann man halt mal schnell eine 24-Stunden-Produktion abschließen. Oder auch 8 Stunden Produktion, wenn man knapp dran ist und noch viele Quests zu erledigen hat. Von daher ist vielleicht ganz gut. Okay. Dann kommen wir zu den Türmen. Die komischen Türme, wie Kathleen sagt. Ja. Ja. Okay, also gut, also es sind tolle, tolle Sachen. Also der Baum ist super, man kann 24, Quatsch, man kann 20 Forge-Punkte einsammeln auf einer Grundfläche von 2x2, allerdings nur 5-mal. Und danach ist der Baum halt nur noch eine Deko. Deswegen, er ist halt erst super und dann ist er nutzlos. Das gleiche mit dem Turm. Auf einer Fläche von 1x1, 35 Angriffskraft. Allerdings ist das Ganze nur einen Tag gültig. Und schon direkt danach ist er Schrott. Also ich finde diese Preise. Ich mag sie nicht. Ich mag sie überhaupt nicht. Ich mag sie leider überhaupt nicht, weil ich mag lieber irgendwie was Konstantes in meiner Stadt haben oder was sich über die Zeit verbessert, als was sich über die Zeit verschlechtert. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so total kontraintuitiv, ja. Also man ist ja stetig dabei, irgendwie seine Stadt zu verbessern und zu verbessern und stellt neue Eventgebäude, levelt sie hoch und Stück für Stück werden sie besser. Man levelt seine legendären Gebäude hoch, die werden Stück für Stück besser, aber die Gebäude hier werden schlechter. Es ist irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Es macht für mich keinen Sinn.
Sie scheinen Rock-Elemente einführen zu wollen. Jein. Also bei Rise of Cultures, das ein anderes, so ein bisschen an Forge of Empires angelehntes Spiel von InnoGames, da gibt es die Möglichkeit, gewöhnliche Gebäude zu upgraden und dieser Upgrade oder dieses Upgrade verfällt halt nach einer gewissen Zeit. Aber das macht man halt wirklich auf einem gewöhnlichen Gebäude. Da würde man halt ein normales Wohngebäude haben oder ein normales Produktionsgebäude, wie zum Beispiel hier die Jagdhütte. Und da kann man dann ein Upgrade drauf anwenden und das gilt für 7 Tage. Danach ist es weg. Und beim nächsten Event kriegt man vielleicht wieder ein neues Upgrade und dann wendet man das wieder drauf an. Und das gilt für 7 Tage und danach ist es weg. Das ist für meiner Meinung nach okay, aber dieses Gebäude wird halt wirklich zu Müll in der Stadt. Ja, also klar, wenn du gerade angefangen hast, dann sind diese 250 Zufriedenheit eine tolle Sache, aber auch nur dann. Und deswegen macht es für mich keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Spieler gibt, die sich über diese Gebäude freuen. Ich habe noch nicht davon gehört, ehrlich gesagt. Sie sind toll designt. Da steckt auch so viel Mühe drin. Es ist so schade, dass sie nach so kurzer Zeit dann im Prinzip so aussehen. Es ist immer noch toll designt, aber es sieht halt nicht mehr schön aus. Keine Ahnung. Ich würd empfehlen, wenn Sie sowas haben, dann sollten Sie den Gebäuden doch wenigstens die Möglichkeit geben, sie wieder zu reaktivieren oder sowas. Also, dass man vielleicht, wenn man im neuen Event wieder den Event Pass ausgelöst hat, dass dann nicht nur die neuen Spezialgebäude dieser Art und Weise zur Verfügung stehen, sondern die alten auch wieder aktiv werden oder sowas. Oder dass es irgendwelche Kits gibt, um die anzuschalten. Wenn man zum Beispiel weiß, okay, jetzt hat man in Gildengefechten 100 Zermürbung erreicht, aber man will es noch weiter schaffen und dann nutzt man sein Kit und schaltet dieses Gebäude an und hat dann eben nochmal zusätzliche 35% Angriff für die angreifende Armee. Aber so wie es im Moment designt ist, ich sehe keinen wirklichen. Also ich sehe einen Sinn darin, aber mich befriedigen diese Gebäude nicht. Ich möchte sie nicht aufbauen. Ja. Wir haben es ja auch schon anders gesehen, ne? Wo ist denn hier mein. Dieses hier, das Insektenhotel. Super Gebäude. Tolles Ding. 2 Forge-Punkte alle 8 Stunden. Super Teil. Oder diese tanzenden Mädchen. Oder was es noch gab als Spezialgebäude. Aber dieses. Ich baue es auf und nach kurzer Zeit ist es nicht mehr zu gebrauchen. Nee. Nee. Irgendwie nee. Okay. So. Es gibt 4 neue Avatare. Der kommt mir sehr bekannt vor irgendwie. Kann es sein, dass der mal zurückgestellt wurde in irgendeinem anderen Event? Vom letzten Halloween-Event oder so? Zurückgestellt wurde und dann jetzt erst rauskommt? Auf jeden Fall kommt mir der sehr, sehr bekannt vor. Ja, auf jeden Fall sehr diverse, coole Icons. Da ist dann langsam für jeden was dabei, für jeden Stil, wie man das haben möchte. Okay. Und man kann mit Forge-Punkten ältere? Nee.
Okay, das verstehe ich nicht so ganz. Man kann ältere Avatare bekommen. Zusammen mit Forge-Punkten. Ach so, in Halloween-Preisen. Also in den Kürbissen drin, oder wie? Ach nee, die Porträts wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich wird sie die Porträts wieder geben. Genau. Da müsste ich jetzt nur mal eins finden. Ich kann mich ja nochmal so ein bisschen hier durchbegeben. Vielleicht finden wir ein Porträt. Das ist dann aber neu, dass es dazu auch Forge-Punkte gibt. Aber warum nicht? Das ist sicherlich eine Sache, die viele freuen wird. Okay. In der Premium-Preisleiste kann ich gleich noch mal gucken. Wenn das so ist, dann ist es nicht ganz so schön. Ah ja, da hast du recht. Das ist in der Premium-Preisleiste. Da gibt es das Kleopatra. Ein Kleopatra-Avatar und 25 Forge-Punkte. Napoleon. Sacagawea. Heißt die überhaupt so? Genau, dann gibt es hier dieses Ding. Und man kann es noch als Fragmente haben. Okay, das ist auch neu. Fragmente. Click for more information. 100 Fragmente braucht man. Okay, dann kann man den Tower auffrischen. Nee, neu aufbauen. Ja gut, wahrscheinlich wird er dann noch mehrfach kommen, wenn man hier sehr weit spielt. Und dann kann man sich diesen Turm mehrfach hinstellen für einen Tag. Einfach nein. Einfach nein. Okay. Aber ich sag mal so, man kann daraus noch was machen. Man kann daraus noch was machen. Vielleicht gibt es ja wirklich irgendwann die Fragmente auch so zu finden oder beim Antiquitätenhändler. Und dann macht es vielleicht auch mal Sinn, sich so einen Turm aufzubauen für eine kurze Zeit oder ihn wieder aufzufrischen. Genau. Aber dann würde ich fast sagen, sind die Werte zu schwach noch. Weil wirklich nur für einen Tag, dann müsste man wirklich so einen richtigen Kracher haben, 150% oder sowas. Wobei das, naja, wahrscheinlich ist es nur so aus meinem Gefühl als Endgamer so, wirkt es für mich nur so niedrig mit den 35%. Einmal eins Gebäude mit 35%. Wirkt niedrig. Wirkt natürlich nicht wirklich niedrig, aber wegen diesem Eintageslimit. Okay. Gut, aber die Porträts kann es möglicherweise trotzdem geben oder sind es nur Sachen aus dem Archäologie-Event? Das könnte auch sein. Sonst wären die vielleicht hier auch schon irgendwo abgebildet gewesen, die Porträts. Als Preise. Kann sein, dass es die nur beim Archäologie-Event auszubuddeln gibt. Und ich das gerade nur vermische im Kopf. Okay. Gut.
Ich würde sagen, wir sind jetzt damit schon grob durch mit dem, was es da an Interessantem anzuschauen gibt. Und ich würde jetzt einfach mal nochmal auf dieses Thema mit dem Eventkalender eingehen und dann das Video zeigen, was ich da schon mal gemacht habe. Ich würde es einfach mal in voller Länge zeigen. Falls ihr das schon kennt, könnt ihr ja irgendwas anderes nebenbei machen, wenn ihr das eh nicht eh schon tut. Aber das kennen ja vielleicht auch nicht alle. Und zwar, grob gesagt, geht es darum, nochmal, wie man den Eventkalender voll bekommt, ohne ja auf gute Tagesbreite verzichten zu müssen, beziehungsweise täglich, ja, täglich spielen zu müssen, um so einen Sticker zu bekommen. Genau. Und das ziehe ich jetzt hier mal rein. Generell habe ich das Video gemacht zum Archäologie-Event. Allerdings habe ich dort die, ja, die Bilder aus dem letzten Jahr vom Halloween-Event genutzt. Und deswegen passt das jetzt wieder ganz wunderbar zum Halloween-Event. Okay, dann. Ja, ich glaube, es ist zu laut jetzt mit dem Ton hier. Deswegen werde ich den Ton jetzt hier abschalten und hier entsprechend lauter drehen. Willkommen zu einem neuen oder vielleicht nicht mehr ganz so neuen Eventvideo von mir zum anstehenden Archäologie-Event, was in den nächsten Tagen auf Genau, dem hier geht es um das Leipziger Platz startet. Archäologie-Event, aber Ich ich habe die möchte euch in Bilder. dem Video erklären, wie ihr den Eventkalender lösen könnt, ohne dabei auf Tagespreise verzichten zu müssen und wie ihr dort alle Tage abgeschlossen kriegt. Des letztjährigen Die nun Halloween-Events folgenden genutzt. Aufnahmen habe ich bereits im Halloween-Event des letzten Jahres aufgenommen und dort zeige ich die Technik, wie man sie anwendet. Ihr könnt diese Technik 1:1 im Kalender des Archäologie-Events anwenden und vermutlich auch im kommenden Halloween-Event, sofern sich die Spielmechanik nicht ändert. Und wenn die Spielmechanik die gleiche bleibt, dann wird es auch in den kommenden Jahren noch so funktionieren. Dann springen wir ein paar Die Monate in der Spielmechanik Zeit ist die zurück gleiche. und ich wünsche euch viel Spaß bei den nun folgenden Aufnahmen. Also, wie löst ihr den Kalender? Ihr braucht, um den Kalender zu öffnen, diese Sticker. Und das Problem ist, ihr bekommt an 21 Tagen täglich nur einen Sticker. Wenn ihr jetzt aber auf einen bestimmten Preis aus seid und einen bestimmten Tagespreis haben wollt, dann ist es natürlich schwierig, an jedem Tag einen Sticker abzuholen. Aber es gibt ein paar Dinge, die es euch deutlich erleichtern, die Sticker abzuholen. Der erste Tipp ist, wenn ihr die Karte in diesem Minispiel aufdeckt, dann sieht es immer gleich aus, und zwar auf jeder Karte. Das heißt, ihr könnt euch darauf verlassen, wenn ihr euch jetzt hier diese Felder aufdeckt, dass der Sticker immer an genau dieser Position ist. Zack. Also ich habe jetzt hier die erste Belohnung geholt, den ersten Aufkleber des Tages und kann mir jetzt hier diesen Sticker anheften und dementsprechend diesen Preis auch schon abholen. Es ist also sehr einfach, den ersten Sticker aufzudecken. Nun, heute ist ein Tag, wo es sich auch lohnt, bei dem Tagespreis zu spielen und von daher werde ich hier auch noch weiterspielen. Und um euch zu beweisen, dass der Sticker immer an genau der gleichen Position ist, gehe ich jetzt mal in eine andere Welt und decke hier wieder die ersten Felder auf. Kerze, Kerze, Kerze und Taschenlampe. Und ihr seht, auch hier ist der Sticker genau an dieser Position. Das heißt, ihr könnt euch darauf verlassen, dass diese Preisverteilung hier ganz am Anfang immer gleich sein wird. Also den ersten Sticker könnt ihr euch auf jeder Welt, auf der ihr spielt, ganz schnell und ganz einfach holen. Das ist ja sogar über Das Halloween-Event neigt sich nun so langsam dem Ende, aber ich wollte euch die Jahre zumindest auch so gleich. ein bisschen zeigen, dass es auch für mich ganz wunderbar geklappt hat, diese Strategie anzuwenden. Zunächst seht ihr, dass ich heute noch eine Lücke in meinem Kalender habe, und zwar habe ich für den 19. noch keinen Türöffner gefunden. Und den versuche ich jetzt noch zu erspielen in den letzten Minuten vor 0 Uhr. Und ich
klicke mich jetzt hier so durch und gebe da meine aktuelle Eventwährung noch für aus. Und es hat auch gar nicht lange gedauert und da habe ich auch schon die Kalenderbelohnung befunden. Die kann ich jetzt auch gleich aufheben. Und dann das heutige Türchen öffnen und bekomme heute eine Trankkiste. Was ihr bis jetzt gesehen habt, ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Ich habe mir die Kalenderbelohnung geholt und konnte damit das heutige Türchen öffnen. Und was ich jetzt mache, ist im Türchen habe ich vielleicht ein bisschen schlecht ausgedrückt, da habe ich irgendwie an Weihnachtskalender gedacht, aber ja, ihr versteht, was ich meine. Runde auf 0 Uhr zu warten und somit das nächste Kalendertürchen öffnen zu können. Denn ab 0 Uhr gibt es eine weitere Karte hier, um ein Kalendertürchen zu öffnen und das kann ich alles noch unter demselben Tagespreis machen, da ihr seht, dass der Tagespreis noch bis morgen um 8.30 Uhr verfügbar ist. Also ihr könnt es jetzt am Abend direkt lösen oder dann eben am frühen Morgen noch ein paar Spiele machen und somit quasi für den gleichen Tagespreis auch das nächste Kalendertürchen noch öffnen. Ich spiele jetzt einfach schon ein Stück weit weiter, denn ich muss ja, wenn ich diese Karte gefunden habe, sie auch nicht direkt einsammeln, sondern kann damit auch noch warten, bis wir nach 0 Uhr haben und dann zählt das Kärtchen eben auch ab der Einsammlung. So, wie wir sehen, ist jetzt aber auch der nächste Tag angebrochen. Und jetzt unter 8,5 Stunden übrig für den aktuellen Tagespreis, so dass ich jetzt, wenn ich das Kärtchen finde für die Kalenderbelohnung, das auch direkt öffnen kann. Und da ist es auch. Ich habe das nächste Kärtchen gefunden. Und wir sehen, im Eventkalender ist jetzt der 20. umrahmt. Das heißt, wenn ich das Kärtchen öffne, dann zählt das jetzt für den 20. Ich kann mir die nächste Kalenderbelohnung abholen. Ihr könnt jetzt auch für den übernächsten Tag das Kärtchen vorbereiten. Denn ich kann ja jetzt einfach weiterspielen und zwar so lange, bis ich das nächste Kärtchen bekomme. So, und wie ihr seht, habe ich hier nun das nächste Kartenset gefunden und könnte damit jetzt mein letztes Kalendertürchen öffnen, wenn ich bis zum 21. Eventtag warte. Das heißt, ich müsste jetzt noch warten bis morgen nach 0 Uhr, könnte dann dieses Kartenset einfach einsammeln und hätte dann auch den dritten Tag mit der gleichen Tagesbelohnung eben ein Kalendertürchen geöffnet. Also man kann, wenn man so vorgeht, für einen Tagespreis immer drei Kalendertürchen öffnen. Hinzu kommt die Möglichkeit, dass ihr mit diesen Aufklebern noch weitere Kalendertürchen öffnen könnt, die dann übrig geblieben sind, also Lücken füllen könnt. Ihr bekommt diese Aufkleber einerseits, wenn ihr jetzt hier weiterspielt, also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Kartenset einsammle, bekomme ich keinen Öffnungsmechanismus mehr hier, um den 21. Eventtag zu öffnen, sondern ich bekomme, wie ihr hier gleich seht, ein Joker-Aufkleberstück. Und jetzt habe ich nicht mehr nur 10 Aufkleber, sondern 11. Und könnte mir mit diesen 11 rein theoretisch noch 2 weitere Kalendertürchen öffnen. Aber wie ihr seht, habe ich schon jetzt deutlich mehr Sticker, um Kalendertürchen zu öffnen, als ich überhaupt benötige. Und diese Aufkleberstücke bekommt ihr ja einerseits aus diesen Sets
und andererseits auch aus der täglichen Herausforderung. Wenn ihr nämlich die tägliche Herausforderung wählt und ihr in einem Event seid. Jo, okay, das kann ich euch noch zeigen, denn hier habe ich die tägliche Herausforderung noch nicht abgeschlossen. Hier gibt es eben den Sticker in dem Event und da könnt ihr euch eben auch noch so einen Sticker holen. Genau, und dort täglich einen Sticker bekommen und ich habe ja hier jetzt auch schon ein paar Sticker gesammelt, allerdings nur drei und beziehungsweise acht hatte ich vorhin. Da habe ich ja auch schon ein Türchen geöffnet gehabt. Dadurch, dass ich aber nicht regelmäßig gespielt habe, sieht der Kalender jetzt natürlich nicht so schön aus, so wie ich das im Video gezeigt habe. Allerdings möchte ich noch ergänzen, dass es sogar, wenn man Glück hat, die Möglichkeit gibt, dass man mehrere von diesen Packungen, diesen Sticker-Packungen auf dem gleichen Spielfeld findet. Also Samson hat gerade schon geschrieben, dass die Sticker früher rar gesät waren. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich, das hängt schon auch mit dem Glück zusammen. Wenn ihr mein Video genau angeguckt habt, dann habt ihr gesehen, dass ich da zwischendurch schon hin und wieder geschnitten habe, weil ich schon manchmal relativ lange spielen musste, bis ich die nächste Stickerpackung gefunden habe. Aber eigentlich ging das auch im letzten Jahr relativ flott, dass man die Packung gefunden hat. Und soweit ich mich zurückerinnere, auch hier im Jahr davor. Genau. Und im Archäologie-Event hatte ich da auch keine Probleme mit. Was ich noch ergänzen wollte, wie gesagt, also man kann halt durchaus sogar mehrere Sticker auf dem gleichen Spielfeld finden und hat damit nicht nur für drei Tage ausgesorgt unter dem gleichen Tagespreis, sondern sogar noch für mehr Tage. Ich hatte im Archäologie-Event letzten Frühling, ich glaube im Frühling ist das Archäologie-Event, da hatte ich das ist ja kein Nebel, sondern Sand freigeschaufelt und eine Ausgrabungsstätte freigeschaufelt, da hatte ich drei Sticker-Packs. Es war jetzt nicht so, dass ich die nicht alle drei hätte brauchen können. Also der aktuelle Tag hat halt gerade erst begonnen und den vom letzten Tag hatte ich schon geöffnet. Und deswegen musste ich halt einen noch benutzen, aber ich hatte trotzdem noch zwei Sticker-Packs vorrätig, um die nächsten beiden Tage zu erledigen. Genau, und so viele hätte ich gar nicht gebraucht. Also mit viel Glück kann man wirklich echt viele finden und hat mit dem Eventkalender eigentlich gar keine Probleme. Jetzt hier den Ton wieder anmachen. Muss ich aber wieder ein bisschen leiser machen, den Computerton. Genau. Und auch am Headset. Das heißt, im aktuellen Beta-Event, dass du es schwer hattest, dort den Eventkalender bisher zu füllen. Verstehe ich das richtig, Samson? Ich habe ja das Event nicht aktiv gespielt, von daher kann ich das jetzt schlecht beurteilen. Okay. Gut. Du warst nicht alleine, aber meinst du wahrscheinlich, da haben sich auch andere beschwert, dann wird es bestimmt auch einen Foreneintrag dazu geben. Das glaube ich dir einfach mal und wird schon auch so sein oder so gewesen sein. Genau. Aber ist ja dann erfreulich, dass es wieder einfacher gemacht wurde. Okay, dann könnten wir hier nochmal drauf gucken. Ja gut, hier gibt es ja eigentlich jetzt auch keine Überraschung mehr.
Man kann hier nochmal sehen, wann es welchen Zuwachs der Angriffskraft gibt. Bis zum späten Mittelalter sind sie 19%, dann bis zur Postmoderne die 20% und danach Ozeanische Zukunft 21% und dann als letztes die 22%. Boah. Ein seichter Anstieg der Angriffskraft. Viel interessanter sind diese Anstiege hier. Aber gut. Ist alles kein Drama. Das ist man ja gewohnt. Genau. Okay. Ja. Vielleicht noch ein Kommentar dazu. Wie ihr im Video gesehen habt, hatte ich ja am Ende viel zu viele Sticker. Und konnte die gar nicht alle verbrauchen. Und wahrscheinlich, wenn du Samson sagst, das ist wieder wie vorher und man findet die Sticker relativ einfach, wenn man sich da durch den Nebel durchleuchtet, dann kann man sich durchaus überlegen, bei den Tagespreisen hier und bei der Daily Challenge, ob man dann wirklich auf den Sticker geht heute oder ob es sich heute nicht vielleicht lohnt, eher den anderen Preis zu wählen, weil man kann ja immer diese zwei Bäume hier aussuchen im Voraus, wo man auswählen kann, ob man jetzt diese Art des Tagespreises wählt oder die andere Art. Ja, genau. Wenn es da zum Beispiel Wunschbrunnen gibt und ihr Wunschbrunnen sammelt, dann nehmt doch an dem Tag irgendwie das Wunschbrunnenfragment statt des Halloween-Joker-Stücks. Denn am Ende braucht man doch gar nicht so viele. Aber wenn ihr lieber auf Nummer sicher gehen wollt, dann macht es mit dem Joker-Stück jeden Tag und dann werdet ihr am Ende bestimmt gut rauskommen. Genau. Was man halt ein bisschen machen muss, ist ein bisschen flexibel sein, was die Tagespreise angeht. Das heißt, also ihr dürft nicht wirklich nur spielen oder ausschließlich spielen, wenn es das Haus des Horrors gibt. Klar, das ist der beste Tagespreis. Und da lohnt es sich auch am meisten, die Eventwährung auszugeben. Sondern auch mal spielen, wenn es andere Angriffskraftgebäude gibt, beispielsweise die ihr euch auch hinstellen würdet, oder beispielsweise das, dieses alte, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Genau, die verlassene Anstalt, richtig. Da ruhig auch mal drauf spielen und so lange spielen, bis ihr das Kartenset bekommt. Und vielleicht kriegt er dann auch ein Fragment von der verlassenen Anstalt dazu und irgendwann könnt ihr davon auch wieder eine neue in die Stadt stellen. Und zumindest für mich würde das auch immer noch einen Gewinn bedeuten, wenn ich mir eine weitere verlassene Anstalt stelle. Denn ich habe durchaus noch andere Sachen, die ich ersetzen kann dadurch. Und das wird ja bei vielen von euch, wenn ihr nicht mit allzu vielen Diamanten spielt, auch der Fall sein. Genau. Ich überschlag mal grob. Wir haben 21 Tage. Das bedeutet, man müsste theoretisch an 7 Tagen spielen und jeweils 3 Sticker mitnehmen. An diesen Tagen, nach dem Schema, wie ich es im Video vorgestellt habe. Und wahrscheinlich reichen auch 5 oder 6 Tage, wenn man den Rest mit den Joker-Stickern auffüllt. Das heißt, man muss bei 5 oder 6 Tagespreisen zuschlagen. Zweimal davon wird garantiert auch nicht die verlassene Anstalt, sondern das Haus des Wolfes sein. Genau, Haus des Wolfes. Und da lohnt sich das ja dann am meisten. Okay. Gut. Dann sind wir mit dem Event eigentlich durch. Es sei denn, ihr habt noch Fragen. Sonst würde ich jetzt mit euch gemeinsam noch ein bisschen einsammeln.
Und vielleicht, wenn ich damit durch bin. Hatte mir zumindest die Kesslin mal geschickt, dass ich mir mal die Stadt von jemandem anschauen soll. Dann würde ich nämlich das vielleicht noch machen im Anschluss, wenn es jetzt hier nicht allzu lange dauert mit dem Ernten. Aber so lange dauert es ja nicht mehr, da ich ja jetzt nicht mehr so viele Welten betreue. Dann können wir uns nämlich noch die Stadt angucken. Da müsste ich allerdings nochmal nachgucken, von wem ich mir die Stadt angucken muss. Oder Kathleen, du schreibst mir nochmal jetzt hier in den Stream-Chat. Und dann würde ich das nämlich auch noch machen. Denn ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ich würde jetzt nicht unbedingt bis 0:30 Uhr machen wollen. Denn ich muss jetzt immer ein bisschen früher ins Bett, da ich jetzt wieder Vollzeit arbeite. Aber ein bisschen Zeit bleibt, denke ich, noch übrig. Das kann ich hier noch machen. Ich muss ein bisschen überlegen, was ich jetzt hier. Ah ja. Was ich jetzt hier vergebe. Was ich mir hier garantiert nicht hinstellen möchte. Auf der Beta-Welt. Ich glaube, die Angriffsboost-Tränke, die kleinen, brauche ich auch nicht wirklich. So, okay. Gut, Kathleen, wenn du nicht mehr da bist, ich gebe dir noch Zeit. Es sei denn, das hat sich erledigt, dann ist es natürlich auch egal. Vielleicht hast du ja schon jemand anderen gefragt. Josie und Pi waren ja schon ein paar Mal nach mir online. Wir haben eine ganze Weile Pause gemacht. Und ja, genau, ich habe eine Weile Pause gemacht und ich werde demnächst nochmal Pause machen. Denn nächste Woche, Mittwoch, werde ich voraussichtlich oder aller Voraussicht nach dann den ausgefallenen Termin nachholen. Genau, da ist nämlich ein OP-Termin ausgefallen, wo ich hätte sein müssen, beziehungsweise meine Tochter hätte sein müssen, der aber verschoben wurde wegen einem Infekt, den sie hatte. Und der wird jetzt voraussichtlich am nächste Woche Mittwoch nachgeholt. Wenn sie dann nicht wieder was hat, hoffentlich nicht. Und demzufolge kann ich halt am Mittwoch nicht streamen. Und dann kommt es halt darauf an, wie lange wir im Krankenhaus sind, ob wir die nächste Woche Mittwoch dann wieder zurück sind. Aber ich gehe davon aus, dass ich übernächste Woche wieder da sein würde. Genau, also nächste Woche Mittwoch auf jeden Fall kein Stream. Übernächste Woche dann vielleicht. Danke dir, Marco. Du hast mich wieder etwas erschreckt. Mit der Katze, die hier durch den Raum geflogen ist. Marco, du bist auch da. Guten Abend. Ist es deine Art, Hallo zu sagen? Jetzt muss ich mal aktualisieren drücken. Irgendwie erscheint mein legendäres Gebäude ein kurzer Aufwecker für zwischendurch. Genau. Kathleen, bist du aufgewacht? Okay, hier kann ich auch weitermachen. Das ist gut, dass ich das Observatorium wieder freischalten kann.
Okay. Gut. Moin, Marco. Ein norddeutsches Moin geht auch am Abend. Okay. Gut, Leute. Keine Fragen. Das Event ist ja euch auch schon bekannt, wenn ihr nicht erst seit kurzem spielt. Von daher gibt es da für die alten Hasen nichts Neues. Und die alten Hesinnen. Abgesehen vom neuen Gebäude. Und dann würde ich mal gucken, was auf meiner Hauptwelt noch zu tun ist. Auch nicht mehr so viel. Nur noch die täglichen 8-Stunden-Produktion oder die nächtlichen 8-Stunden-Produktion anstellen. Hier habe ich, denke ich, den Tagespreis schon bekommen. Tagespreis, die tägliche Herausforderung. Genau. Und dann habe ich aktuell noch zwei Nebenwelten zu pflegen. Die anderen ruhen im Moment. Auch aufgrund der neuen Arbeit. Im Grunde, dass ich habe nicht mehr ganz so viel Zeit dadurch. Und ich bin auch nicht mehr über, oder komme auch nicht mehr über Tage auf Forge of Empires während der Arbeitszeit, weil ich da ja in einem relativ strikten System bin, wo ich keine privaten Browser-Anwendungen öffnen kann. Auch wenn es dort sicherlich auch die Gelegenheit gäbe, in Wartezeiten, wenn man irgendwie was auf was wartet, mal bei FOE reinzugucken. Aber es funktioniert halt einfach nicht. Genau. Und von daher mache ich das dann eben auch nicht, weil ich mir das auf dem Handy auch nicht antun möchte. Dafür sind meine Städte dann doch zu groß. Aber ein paar von, also ein paar Leute sind ja wirklich tapfer und haben sehr große Städte und machen das auf dem Handy. Weiß ich nicht. Ob man dann nicht irgendwann ein Tablet braucht, mindestens, um seine Stadt umzubauen. So, hier könnte ich vielleicht noch Diamanten einsammeln. Leider nein. Dann sind es die üblichen Sachen, wie ich hier abhole. Und ich investiere erstmal alles in die Arche zurück. Das geht am flottesten. Nein, Pi. Der Chat guckt ganz lieb. Aber guten Abend, Pi. Schön, dass du auch da bist. Ich kaufe keine Premium-Kiste. Wo ist sie denn jetzt? Da ist sie verschollen. Ich kaufe keine Premium-Kiste nochmal, weil die Premium-Kiste ja jetzt echt Geld kostet. Und sogar teurer geworden ist, wie wir festgestellt haben. Denn das ist kein Äquivalent zu den vorherigen 1200 Diamanten, die man einzahlen musste. Und die Premium-Leiste, das ist doch die Premium-Leiste. Genau, also die Premium-Leiste kauft man mit Echtgeld. Yes. Ist doch nur Beta. Genau.
Ja. Leiste dir doch mal Premium. Genau, am besten Premium und die Kiste. Weil selbst wenn man Premium hat, kriegt man die Kiste nicht automatisch. Wenn das so wäre, dann würde sich das Premium ja vielleicht schon ein bisschen lohnen. Aber nö. Lohnt sich nicht. Es bleibt dabei. Es bleibt dabei, es lohnt sich nicht. Okay. Du warst entsetzt. Ja, ich hab, glaube ich, diesen kurzen Ausschnitt gesehen, wo du entsetzt warst mit dem Echtgeld. Dass es nur noch so geht. Oder es gab einen Clip. Kann es sein, dass es dazu einen Clip gab? Dann habe ich wahrscheinlich nur den gesehen. Ansonsten bin ich jetzt. Ja, Clip. Okay. Ich habe allerdings ein paar von den deinen Xur-Videos geguckt. Genau. Aber das Event-Video nicht, hätte ich auch gucken können. Keine Ahnung. Ach so, nee, ich wollte mich nicht spoilern. Genau, ich wollte mich nicht spoilern. Daran lag's. Deswegen habe ich es nicht geguckt. Okay, gut, dann den Rest noch einsammeln. Also diese Welt spiele ich noch. Das ist die, ja, Wunschbrunnenwelt, wo ich Wunschbrunnen habe und dann auch die Gildenexpedition durchspiele. Und die Haupteinnahmequelle für Diamanten ist definitiv hier die Gildenexpedition und nicht die Wunschbrunnen. Auch wenn ich schon mal den Fall hatte, dass ich zwei Wunschbrunnen mit Diamanten drin hatte. Aber ja, den hat man äußerst selten. Und die zweite Welt, die ich noch spiele, ist A, die reine Wunschbrunnenwelt. Allerdings, ja, so richtig. Also, ich habe auf der Gex-Welt habe ich halt den Fokus darauf, die Wunschbrunnen zu ernten und die Gex durchzuspielen. Und auf dieser Welt habe ich den Fokus darauf, die Wunschbrunnen zu ernten. Und sofern es im Event Wunschbrunnen gibt, dann eben mir diese Wunschbrunnen zu erspielen. Da gibt es hier jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Ich glaube, es gibt eine Kuchensorte, wo Wunschbrunnenfragmente drin sind. Und ja, auf die würde ich dann bevorzugt spielen. Und das habe ich jetzt ganz vergessen, beim Halloween-Event zu erwähnen. Aber es gibt garantiert wieder eine Kürbissorte auch, wo man ebenso Fragmente finden kann. Vielleicht ist es ja auch schon einer dieser Kürbisse hier. Leider nein. Aber das wären eigentlich, ja, es sind ja die heilen. Es ist bestimmt nicht ein zermatschter Kürbis. Schauen wir mal, ob jetzt. Unter diesen. Ein solcher Kürbis ist mit Fragmenten? Nein. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Bisschen schaue ich noch. Wobei sich dann die Kürbisse ja wahrscheinlich auch bald wieder doppeln. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Fragmente in den zermatschten drin sind. Die sind doch eher in den heilen Kürbissen drin.
als in den zermatschten. Den hatte ich ja schon eigentlich, aber da ist tatsächlich ein Fragment drin. Genau, da ist ein Fragment für den Wunschbrunnen oder für das Wunschbrunnen-Schrumpfritt drin. Genau. Kommt es jetzt nicht, aber das wäre dann halt auch noch mein Interesse auf A, um einfach an mehr Wunschbrunnen zu kommen und diese Wunschbrunnenwelt zu erweitern. Genau, die Premiumleiste lohnt sich eigentlich nicht mehr. Tja, sehe ich ebenso. Auf der Premiumleiste gibt es einen Wunschbrunnen. Relativ schnell. Und einen Wunschbrunnen-Schrumpfkit relativ kurz danach. Auf der normalen Leiste gibt es keine Wunschbrunnen. Dann hätte ich die Wunschbrunnen-Thematik noch nachgeholt. Marco sammelt fleißig 5 Kürbisse. Jetzt aber auch noch nicht so viel. Aber. Nee. Hä? Nee, geht doch gar nicht. Auf Sir. Da hast du wirklich fleißig gesammelt. Da bist du schon ein bisschen deiner Zeit voraus, Marco. Gut, hier vielleicht. Hier vielleicht Diamanten. Tatsächlich habe ich es noch nie geschafft, hier eine Verdopplung zu bekommen. Mit meinem noch recht kleinen, mit einer recht, noch recht kleinen blauen Galaxie, aber 32%. Ist ja nicht so, dass ich bisher noch weniger als 3 Produktionen mit Diamanten eingesammelt hätte. Aber es hat sich leider noch nie verdoppelt. Das ist bisher kein Glück. Wahrscheinlich werde ich dann bei den nächsten 3 Diamanteneinsammlungen jeweils eine Verdopplung bekommen. Oh, jetzt war ich ein bisschen voreilig. Ein bisschen gezielt einsammeln kann ich ja trotzdem. Und dann zumindest die Forge-Punkte verdoppeln, wenn schon nicht die Diamanten. So. Dann wird hier flott eingesammelt. Ja, ich muss mal gucken, wie aktiv ich jetzt hier die Events spielen werde auf den Nebenwelten. Möglicherweise spiele ich das Event hier auf A und auf F dann gar nicht weiter, so nur so was nebenbei abfällt, weil benötigen tue ich halt das Hauptgebäude in der Stadt nicht mehr. PMX. Pi schreibt, dass er die Diamanten in den letzten Events immer ausgegeben hat, aber die 15 Euro würde er jetzt nicht ausgeben. Ja, kann ich gut verstehen. Ach so. Zum aktuellen Event findet man auch wieder Backutensilien in den Ereignissen, wie man sieht. Das wird im Halloween-Event vermutlich auch so sein, dass man die Spezialwährung in den Ereignissen finden kann. Also diese Tickets. Wird nicht nur vermutlich so sein, habe ich auch schon gehabt, habe ich schon eingesammelt. Und von daher hilft es wahrscheinlich auch da wieder den Trick anzuwenden und 24 Stunden vor Eventstart die Ereignisse nicht mehr einzusammeln, um dann bei Eventstart eben ein paar mehr zu haben und dadurch eine gewisse höhere Chance zu haben, an ein paar mehr Tickets zu kommen. Genau. Die Empfehlung von Rapture. Wiederhole ich dann an der Stelle nochmal. Der macht ja jetzt auch eine Forge of Empires Pause sogar. Beziehungsweise hat aufgehört
schließt aber nicht aus, dass er irgendwann nochmal Forge of Empires spielt. Ist natürlich dann auch schade für die Community. Okay, gut. Dann habe ich das jetzt soweit eingesammelt. Nach nur 2 Jahren, die neue Generation hat kein Sitzfleisch mehr. Naja, und also in den 2 Jahren hat sich jetzt auch nicht so viel getan, ne? Wenn man mal drüber nachdenkt, was es früher so für Umbrüche gab und für neue Entwicklungen, so viel ist jetzt nicht passiert in den 2 Jahren, glaube ich. So wie in der Zeit davor. Also ziemlich genau 2 Jahre müssten ja die Gildengefechte alt sein inzwischen. Chris Schuh hat seine Stadt kaputt gebastelt. GG kam mit V? Nein. Achso, V. Nein. Nein. Wingreed kam doch letztes Jahr raus. Die GG ist schon älter. Die neue Karte. Ach so, Wahlstrand, ja. Vorletztes Jahr. Naja, vor 2 Jahren. Doch, dann könnte es ja sein. Dann könnte es ja sein. Ja, hast recht. Genau. Wingreed, wäre dann vor 2 Jahren. Dann könnte es passen, ja. Samson. Und dann wären es schon 3 Jahre. Genau, da kam dann eine neue Karte. Pi. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Da kam eine neue Karte noch dazu. Okay, es gab eine neue kulturelle Siedlung. Okay. Und es gab viele Events, die anmuteten wie Events, die man schon kannte. Abgesehen von dem Geburtstagsevent, was ein bisschen was Neues hatte mit dem Spielbrett. Aber es war auch viel Altes darunter. Genau. Und wenn das der Stammtisch mitbekommt. Ja, und sonst muss man sagen, die Entwicklung in Forge of Empires war, glaube ich, jetzt nicht so überragend in der letzten Zeit, was Neuerungen betraf. Eher so, okay, Altes aufgewärmt. Entwicklung in Forge of Empires. Genau. Zumal, also ich hatte ja damals, als die Gildengefechte rauskamen, hatte ich ja ein bisschen die Befürchtung, dass mir das zu viel wird. Also, dass das zu aufwendig wird, generell das Spiel, weil die Gildengefechte vom Prinzip her viel Aufwand bedeuten, weil man eben alle 4 Stunden, wenn man ein sehr aktiver Spieler sein will, ein Topspieler sein will, ja, fast alle 4 Stunden mitmachen muss, ne? Also, wenn man sich dann da irgendwie ein paar Pausen gönnt, ja, so
dreimal am Tag sollte man ja trotzdem irgendwie mitmachen und dann Punkte machen, um in der Rangliste steigen zu können. Und das ist dann schon deutlich mehr an oder erfordert das schon deutlich mehr Engagement als vor der Gildenexpedition, vor den Gildengefechten. Weil Gildenexpedition durchspielen ist halt relativ easy und seine Stadt aufhübschen auch und die Events durchspielen alle, ja, jeden Monat irgendwie einmal, ist eigentlich auch relativ easy. Also es braucht da alles nicht so viel Zeit. Tyraval, vielen Dank für deine 42 Bits. Und der Gilden, ach, den Gildengefechten, genau. Ich komme mal durcheinander, es gibt zu viel Gildenkram. mit den Gildengefechten wurde das halt sehr verändert und das Spiel brauchte halt deutlich mehr Aktivität, wenn man die Gildengefechte spielen wollte. Genau. Also für mich war das schon keine gute Entwicklung, weil ich halt immer gerne weit oben oder sehr aktiv spiele, wenn ich was spiele. Aber irgendwann ist es halt immer das Gleiche in den Gildengefechten. Und macht halt irgendwie keinen Spaß mehr. Also anders als die Gildenexpedition, da finde ich irgendwie, da habe ich immer noch Spaß dran. Da gibt es immer noch Wochen, wo es dann so eng wird und wo man Kopf an Kopf rennen hat und da, wo man dann auch alle irgendwie mit ins Boot kriegen muss. Irgendwie macht es halt auch immer noch Spaß. Vielleicht nicht jede Woche, aber immer wieder. Und GVG ist halt auch was mir immer noch Spaß macht. Spiele ich jetzt auch nicht mehr so häufig, komme ich nicht mehr so häufig dazu. Ist vielleicht auch ein Teil dessen, dass es Spaß macht, aber Gildengefechte kann man auch meinetwegen gerne abschalten. Ja. Genau, Pi sieht es anscheinend ganz ähnlich. Ja, Convenience Features. Ja, Convenience Features gab's. Klar, das mit dem alles moppeln, das ist eine coole Sache. Oder alles einsammeln mit Diamanten, dass das eben auch auf dem Handy geht zum Beispiel. Oder dass der globale Chat auch auf dem Handy erreichbar ist. Solche Sachen. Das ist alles in den letzten 2 Jahren dazugekommen. Aber das ist halt auch nichts so Großartiges gewesen. Ja, und irgendwie, was Chris Schuh ja auch meinte, die Gildengefechte entwerten die Stadt. Also es ist nicht mehr so wichtig, dass man irgendwie die besten Gebäude in der Stadt zu stehen hat und das irgendwie effizient gestaltet. Das wird halt komplett entwertet. Wenn du einfach nur aktiv Gildengefechte spielst, ist es fast egal, wie deine Stadt aussieht. Und das halt hat, denke ich, auch so ein bisschen den Zauber weggenommen, den es davor hatte. Ja, aber so ist es eben. So ist der Lauf der Dinge. Und ja, jetzt freut man sich eben über ein neues Gebäude im neuen Event. Schauen wir mal, ob da demnächst nicht noch was anderes Schönes auf uns zukommt. Wir können ja mal einfach schon mal einen Blick werfen auf neue Features. Vielleicht gibt es ja da was schon irgendwie am Horizont ist, wenn man mal ins Spoilerforum guckt. Ja, anscheinend gibt es oder soll es ein neues Einführungstutorial geben. Das deutet sich hier so ein bisschen an. Tutorial, Tutorial. Ich denke, das wird auch Zeit, weil das Tutorial ist schon sehr, sehr nervig auch, wenn man sich eine neue Welt anlegt. Dann
ist es schon besser, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, das Tutorial beispielsweise auch zu überspringen. Mal gucken. Das ist ja jetzt hier noch nicht, wird ja jetzt noch nicht angedeutet. Aber das ist jetzt auch was, was für die älteren Spieler wenig interessant ist, ja. Also die, die schon lange spielen, die wird das Tutorial jetzt auch nicht interessieren. Genau. Also höchstens in dem Fall, wo sie eine neue Welt anlegen. Und Winter-Event, ja. Winter-Event an sich kennen wir. Klar, es gibt ein neues Gebäude, es gibt neue Avatare. Und auch einen neuen Questgeber. Was ist das? Es könnte sein. Nee, Piggy Bank Reindeer Slay. Das ist dann wohl das. Also ich sehe jetzt zumindest keinen Rahmen für die Geschenke, ne? Vielleicht. Nee. Vielleicht gibt es hier was Neues. Es werden auch keine Häuser abgebrannt mehr, anscheinend. Old. Oder das hat sich nicht verändert. Hier sind diese Häuser und die Streichhölzer. Ja. Unklar. Aber ich erkenne jetzt zumindest nicht direkt den Rahmen für diese Geschenkauswahlbox, die man sonst so hatte im Winter-Event. Vielleicht sind die hier mit drauf, die Geschenke. Oder es hat sich tatsächlich, oder die Mechanik vom Event ändert sich tatsächlich etwas. Kerzenkette. Könnte sein, Pi. Könnte sein. Ja, vielleicht ändert sich die Mechanik des Winter-Events. Wäre dann mal was Neues. Aber Kerzenkette, ja gut. Mal gucken. Mal gucken. Woran man auf jeden Fall überhaupt nicht meckern kann, ist das Design. Das ist toll. Gebäudedesign ist super. Avatare sind schick. Die Musik ist toll. Da kann man überhaupt nicht meckern, finde ich. Es könnte höchstens sein, dass einem der Stil nicht gefällt, aber mir gefällt's. Aber irgendwie, ja, der Spielspaß leidet an zu repetitiven Spielen. Immer das Gleiche wiederholen. Ja, und das Gleiche ist, oder das im Prinzip ist ja das gleiche Problem, das Problem in den Events, ja. Also wenn die Events sich nicht verändern und man immer die gleiche Spielmechanik hat. Ja. Das leidet etwas, denke ich. Zumindest geht es mir da so. Und ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich. Kerzenkette war auch im letzten Jahr. Gab es nicht die Geschenke zum Öffnen? Ich erinnere mich nicht richtig. Gut, genau sehen können wir es ja eh erst, wenn wir dann das tatsächliche Event sehen.
Lass uns doch ein Video gucken. Das wäre eine Möglichkeit, ne? Könnte jetzt einfach mal Halloween-Event-Video. Ach, Halloween sage ich schon. Ein Winter-Event-Video suchen. So. Was hat denn der Zocke da so gemacht? An Winter-Event-Videos. Als er noch Videos gemacht hat. Weihnachtsstream. Winter-Event. Ja, Werbung überspringen. So. Schauen wir mal. In Live-Servern. Doch auf dem Beta-Server ist das Winter-Event bereits voll in der Testphase. Wobei, allzu viel muss wahrscheinlich gar nicht getestet werden, denn es gibt eigentlich kaum Neuerungen zum letzten Jahr. Trotzdem erfahrt ihr in diesem Video natürlich wieder alle Details zur Funktionsweise und dem neuen Hauptpreis. Okay, also wir sehen es schon. Es gibt die Geschenke. Aber es ist relativ klein, ne? Diese Geschenkebar. Und da oben drüber sind die Häuser, die dann erleuchtet werden. Die drei roten Kerzen. Ja, die Kerzen. Bist du das Gefällt Streichholzblues? Ich euch das lass mal laufen. Video, freue ich mich natürlich immer über jeden Like und mit einem Abo verpasst ihr auch keine neuen Videos mehr. Und jetzt los geht's! Mit ganzen 31 Tagen ist das Winter-Event auch dieses Jahr wieder das längste Event in Forge of Empires. Nun, eigentlich auch verständlich, da entgegen der weitläufigen Meinung natürlich auch bei InnoGames emotional empfindsame Menschen arbeiten, die die Feiertage vermutlich gerne mit ihrer Familie verbringen wollen. Irgendwie muss die traditionell unterbesetzte Zeit also irgendwie überbrückt werden. Außerdem hat das Weihnachtsgeschäft 2020 trotz Corona Rekordumsätze eingebracht. Warum also diese Chance nicht mitnehmen und zu Weihnachten besonders viele Möglichkeiten für tolle Schnäppchen bieten? Ja, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, wenn ich was über Markt und Umsätze hören wollte, dann genutzt um einen. Das meinst du hier? Die drei Kerzen. Aber Angerissen und die Kerzen werden auf mehrere Häuser aufgeteilt, sodass auch bis zu drei Häuser gleichzeitig erleuchten können. Die 20. Kerze wird dann genutzt, um einen thermoelektrischen Generator anzutreiben, der genug Strom erzeugt, um die Lichterkette des örtlichen Weihnachtsbaumes zum Leuchten zu bringen. Ist dies geschehen, erhaltet ihr zum Dank einen Haupt. ja, natürlich habe ich Zocket abonniert und es lohnt sich ja auch, wie man hört. Denn da ist natürlich auch immer ein Gag zu hören in seinen Videos. Und die sind natürlich auch super gemacht. Aber er macht halt die letzten Male, hat er keine Videos mehr gemacht. Der böse Zocket. Schade. Dabei, das sein erstes Halloween-Event-Video, wo er so vom Schema abgewichen ist, das fand ich am geilsten. Also hier ist ja auch. Hier ist er auch einmal unterwegs mit dem Auto zwischendrin. Auch sehr cool, wo er sich die Zimtsterne holt oder so, ne? Auch sehr cool. Ja, echt lustige Gags da drin. Ja, schade, dass er keine Zeit dafür hat mehr. Ich hoffe, er kommt wieder dazu. Ist auf jeden Fall auch ein Verlust für die Community, wenn nicht. Okay, gut. Aber ja, das sieht ein bisschen anders aus, auf jeden Fall, als das, wie es im letzten Jahr aussieht. Ich gucke nochmal hier bisschen zurück. Das war ja gleich ganz am Anfang. Ja, naja, hier unten ist dieser Mistelzweig. Der ist hier auch.
Das ist der gleiche Frame. Es könnte sein, dass hier die Geschenke wieder oben drüber liegen und das hier oben sind dann einfach andere Teile des gleichen Bildes und die sind dann so zusammengesetzt und dann wäre es genau gleich. Allerdings ist das hier irgendwas Neues. Wobei hier halt im Asset Piggy Bank Reindeer Slay irgendwie drin zu stehen scheint. Und dann wäre das nur dieser Schlitten, den man da freischalten kann. Und wer weiß, vielleicht kann man den dieses Mal nicht nur mit Diamanten freischalten, sondern auch oder gleich stattdessen mit Echtgeld. Ich kann leider nicht Auto fahren und euch Zimtsterne holen. Gibt es schon Zimtsterne im Supermarkt? Ja, okay. Schon lange. Okay. Ja, ich bin nicht so der Süßfreund. Das Einzige, was ich richtig gerne mag, ist Baumstamm-Marzipan. Also das Marzipan mit der Nougat-Schicht in der Mitte und mit Schokolade überzogen. Das finde ich richtig gut. Aber das gibt es tatsächlich auch nur an Weihnachten und selten. Hör auf. Pi, mache ich dich schon wieder zuckersüchtig? Ja. Also das mag ich ganz gerne. Ansonsten kann ich auf Süßkram eigentlich gut verzichten. Aber auch darauf kann ich gut verzichten. Ich mag es einfach nur ganz gerne. Aber wenn ich stattdessen eine Lasagne haben kann, dann nehme ich die Lasagne. Okay, Leute. Da sich Kesslin nicht mehr gemeldet hat, würde ich sagen, verschieben wir es auf das nächste Mal. Und ich würde sagen, dann vielleicht in 14 Tagen, wenn ich zwischendurch nochmal streamen sollte, vielleicht zum Wochenende hin, mal gucken. Was habe ich vergessen? Pi, mach trotzdem schon mal Abmoderation. Schreib mal noch, was ich vergessen habe, dann kommen wir trotzdem nochmal darauf zurück. Ist ja hier ein sehr, sehr unstrukturierter Stream. Du weißt doch. Genau, also in 14 Tagen müsste ich wieder da sein, zurück aus dem Krankenhaus und vielleicht komme ich am Wochenende nochmal dazu, einen Stream zu machen, aber dann würde ich halt eher ein anderes Spiel machen. Genau, stimmlich ist es ja okay. Das Neue in FOE. Genau, also da geht es jetzt auf jeden Fall deutlich besser und ich scheine das Schlimmste überwunden zu haben, auch wenn ein bisschen Heiserkeit immer noch da ist. Aber zumindest nicht mehr direkt Halsschmerzen und Hustenanfälle. Mit, ja, wenn man mal ein bisschen mehr redet. Okay. Gut. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Ja. Mach du das, Pi. Rede du über das Neue, dann weiß ich auch, was du meinst, weil ich weiß gerade nicht, was du meinst. Aber ist ja nicht so schlimm. Deswegen kann man ja umso gespannter sein, wenn Pi beim nächsten Mal etwas Neues in Forge of Empires zeigt. Von daher direkt der Hinweis an, beim Pi reinzuschauen. Der macht jetzt auch einen wundervollen Stream über die neue Welt Xur. Und das ist nicht nur ein Stream, sondern sogar auf YouTube zu sehen. Gut, Leute, dann wie gesagt, ich wünsche euch dann eine gute Nacht und ich danke nochmal insbesondere Tyrawal für die 42 Bits.
Und auch allen anderen für die vielen, vielen Chatnachrichten, die ihr geschrieben habt und die guten Fragen und die Hinweise und ja, dass ihr halt unterstützt habt, dass ich nichts vergessen habe von den wichtigen Sachen aus dem Event. Eine Sache müssen wir noch rausfinden, und zwar, wie viele Fragmente es braucht, um dieses Kit voll zu machen, wo man die Fragmente bekommt, aber ich würde mal auf 30 tippen. Ich würde mal auf 30 tippen. Würde ich drauf wetten, aber ich wette nicht. 190 oder 100? Oh, Pi, mach's nicht noch schlimmer. Ich würde auf 30 tippen, weil diese anderen Kits diese Art eben auch 30 brauchen. Okay, das finden wir alles noch raus. Dann gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao.